bin die Lisa, bin 24 Jahre alt und studiere International Fashion Retail in Reutlingen. Ich würde meinen Style als eher sportlich beschreiben, aber trotzdem ein bisschen modisch. Wobei es mir immer schwerfällt, so super High Fashion zu sein, deswegen ist es immer so minimal angeschnitten. Von euch wünsche ich mir, dass ihr mir vielleicht so einen neuen Blick gebt oder so eine neue Art und Weise, wie ich mich stylen kann, trotzdem modisch und meinem Stil treu bleibe, aber dann eben im Business passend angezogen bin. Ich freue mich voll, bei euch zu sein. Hallo Lisa! Hi Constanze! Wir haben ja ein paar tolle Looks für dich zusammengestellt und wir starten einfach mal los. Wir haben zwar gerade mal die Pumps anprobiert, aber ich glaube, das ist für dich einfach vom Alter und vom Gefühl her noch nicht das Richtige. Deswegen einfach auch mal ein paar Sneaker zu so einem ganz einfachen Tweekleid geht eben auch. Und natürlich der Mantel, das ist ein super basic, die man auf jeden Fall haben sollte, weil damit siehst du einfach auch immer, egal wo du hingehst, immer business, immer gut gekleidet aus und hat einen wunderschönen Farbton in so einem Camelton, ne? Ja. Und wie fühlst du dich in dem Look? Ich muss sagen, mit Sneakers ist auf jeden Fall mehr meins, wie mit den Pumps. Den Mantel hätte ich mir wahrscheinlich selber nicht ausgesucht, aber ich muss sagen, fällt mir ziemlich gut und passt, glaube ich, auch zu vielen anderen Sachen. Super. Dann machen wir einfach mit dem zweiten Look weiter. Gerne. Das ist ein bisschen weiter geschnittene Hose und eine coole Blüte mit ein bisschen sportiven Pressing. Vielleicht noch ein paar andere Ohrringe. Ganz cool sind ja jetzt diese ganzen Statement-Ohrringe. Die sind ein bisschen krasser, aber gerade wenn du so eine coole Statement-Hose hast, kann man das eigentlich auch sehr gut kombinieren. Ja, auf jeden Fall. Das gefällt mir sehr gut. Der Look ist natürlich Statement-Ohrringe, knallige Farbe grün, sehr modische Bluse, hier eine ganz weite Hose. Das sind natürlich alles so ein bisschen extreme, was man in der Kreativbranche durchaus machen kann. Aber wenn es jetzt so ein bisschen in Richtung Verhandlungen oder Business-Meeting geht, würde ich dir auf jeden Fall auch nochmal einfach eine Jeans empfehlen. Gerne. Aber an den dunklen gesetzten Ton, damit das alles ein bisschen entspannter wird. Sehr gerne. Auf jeden Fall. Die gibt super schön nach und sitzt perfekt. Ja, cool. Mega. Und dazu würde ich jetzt aber auch mal wieder den Blazer an dich anziehen. Wichtig bei so Basics ist eigentlich, dass hier ein bisschen was passiert und durch die Struktur hast du eigentlich auch mal einen ganz spannenden Look. Ja, auf jeden Fall. Ziemlich cooler Look. So? Mhm. Super. Ja, auf jeden Fall. Auch mit dem Lackmittel. So, ich würde jetzt sagen, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen in eine andere Richtung gehen und ein bisschen was Entspannteres versuchen. Mhm. Weil diese ganze Athleisure-Thematik ist ja auch ein mega Thema. Das bedeutet eben athletische mit Elemente, mit diesem ganzen Entspanntheitstrend. Mhm. Oh, wow, das ist schön. Mal so einen viel eleganteren und cooleren Look. Mhm. Fällt mir sehr gut. Und gleichzeitig auch mal die Ohrringe austauschen. Mhm. Dieses Jahr sind auch ganz viele von diesen knalligen Tönen, also hast du auch schon einen grünen Blazer in. Das bedeutet entweder ganz knallig oder ganz, ganz soft und so rauchige Töne. Aber das ist eigentlich ein richtig cooler neuer Trend und probier das mal an. So, ist jetzt nochmal ein komplett anderer Look.
Das T-Shirt oder Shirt hatten wir ja schon mal. Ist so ein Blusenshirt mit einer tollen Spitzendekoration hinten. Und was jetzt überhaupt nicht passt, sind deine Ohrringe und die tauschen wir jetzt mal aus. Und hier ist es schön, dass die Ohrringe sind natürlich die Farbe von der Hose aufnehmen und das dann einfach nochmal ein viel coolerer, aussagekräftiger Look ist. Mhm. Das ist jetzt auch ein neuer Lippenstift und gerade Farben sind ja ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt den Look anschaut, sind halt eigentlich nur eine Hauptfarbe und die anderen sind alles neutrale Töne. Und das in Accessoires wieder gespielt, mit verschiedenen Materialien, Lack oder ein bisschen mattere Sachen, machen das Ganze natürlich irgendwie rund und sieht ja wirklich super wertig aus. Der letzte Look, ein Oberteil, relativ einfach im Schnitt, aber sehr, sehr aufregend durch die verschiedenen Spitzenlagen mit Rüschen und Transparenz ist ja auch ein ganz tolles Thema und das ist eigentlich super ideal, wenn man ins Büro geht, aber auch vielleicht abends noch ein bisschen was vorhat, ja, weil es sehr, sehr genau vielseitig ist. Du hast jetzt viele Sachen anprobiert. Was sind denn so deine drei Favoriten? Also, mein erster Favorit ist auf jeden Fall die rote Hose. Ja, das ist geil, weil es schon was Besonderes ist. Ja. Hätte ich mir wahrscheinlich selber auch nicht ausgesucht, aber gefällt mir total gut. Zweiter Favorit ist die grün-schwarze Hose. Genau. Weil sie einfach eigentlich wirklich eine Jogginghose ist, aber man sie so cool stylen kann, dass man sie wirklich auch im Büro anziehen kann. Ja. Gefällt mir sehr gut. Und die weiße Bluse mit den Roulant-Ärmeln finde ich super süß verspielt. Und passt auch einfach zu vielen Sachen. Ja, so ein Alleskönner, ne? Genau. Ja. Sehr, sehr schön. Dann danke ich dir, dass du uns gefragt hast, wie wir dich so ein bisschen für Business-Look eben stylen können. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast ein paar neue Ideen, was du alles machen kannst. Und wir sind immer für dich da. Deswegen vielen Dank. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke euch. Jo.